Da bin ich wieder. Und Freunde, wir probieren sie nochmal. Ihr seht doch hier, ich habe gestern aus Frust live verkackt und danach alles wegrasiert, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Also das war schon nochmal ein Comeback. Und jetzt will ich es einfach nochmal wissen. Ich gebe mich damit nicht zufrieden, dass ich live absolut reinscheiße. Also bleibt dran, drückt mir die Daumen und ab geht's. Let's go. Hallo da. General Kenobi. Genau so muss ich das anhören, Freunde. Heute mal mit Energy, damit das auch mal läuft. Die Proteinmilch hat mir nicht gerade viel Erfolg gegeben. Darum möchte ich jetzt einfach mal wieder traditionelle Dinge walten lassen. Und ich trinke erstmal auf euch. Cheers. By the way, wer von euch Dullis war heute der Palmdulli? Also ich war's nicht. Ja. Dann schauen wir mal hier rein. Freunde, ich habe heute noch gar nicht angegriffen. Ich habe aber hier zweimal schon aufs Maul bekommen. Einmal mit 96%, den schauen wir uns gleich an. Jetzt möchte ich aber erstmal selber, bevor ich den auslache, möchte ich natürlich erstmal nicht durchdrehen, Freunde. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier Königin. Wir haben hier sehr, sehr viele Dinge, die hier passieren. Und wir haben den König da. Mhm. Also wir können da schon richtig, richtig dolle reinrotzen. Also ich sag's euch ganz ehrlich, das machen wir auch. Ohne Ballon, ohne alles drum und dran. Einfach rein. Wir wollen auch einfach gar nicht großartig weit weg landen. Babatz. 2, 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und ja, da haben wir den Scatter schon auch weg. Und da haben wir das weg und das weg. Und das ist natürlich richtig gut für uns jetzt. Da ist der Gift ausgelöst. Also das hat natürlich schon gut Spaß gemacht jetzt. Das muss ich auch ehrlich mal so sagen. Jetzt pass auf, Freunde. Das wird jetzt richtig penetrant her. Wir spielen hier erstmal das hier rein und das hier rein. Und jodeln dann mit der Hydra nämlich hier erstmal rein. Leute, let's go. Ab dafür. Feuer frei. Lasst mal den Warden hier ein bisschen zaubern. Hier, die Lakaien können uns gar nichts. Und wir spielen rein. Die Gladi hier. Ich weiß, ist immer ein bisschen riskant, die Gladi da so weit außen rein zu spielen, aber müssen wir in dem Fall. Jetzt zünden wir sie auch instant, damit der Warden da erstmal nicht so viel Ärger stiftet. Ja, hier werden wir erstmal den Freeze reinspielen. Ja, und ja, das sieht doch eigentlich schon gar nicht mehr so verkehrt aus, Freunde. Fantastisch. Genau so hätte ich mir das auch gedacht, dass das so läuft. Wenn wir jetzt noch die Eagle Death rausbekommen, dann wäre das natürlich wirklich, wirklich sehr wünschenswert. Ah ja, der Drachenreiter ist viel zu nah dran, darf jetzt hier erstmal Dinge tun. Das sieht doch schon mal wirklich sehr, sehr gut aus. Okay, ich bin zufrieden mit der Gesamtsituation. Das läuft, die Königin läuft auch da lang. Ja, wir können auch König und Königin zünden. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben noch 2 Helden, die wir zünden können. Ja, die können auch richtig, richtig Ärger stiften. Den König werden wir auch demnächst zünden. Wir wollen jetzt hier die Luftabwehr nämlich rausjodeln. Ich will, dass die Königin da vielleicht ein bisschen unterstützt. Das sieht gut aus. Es geht doch. Es geht doch. Wo liegt denn immer mein scheiß Problem, Digga? Es geht doch. Da zünden wir den König. Dann macht da schon mal keiner mehr Ärger. Und fertig ist die ganze Geschichte hier. Ich weiß nicht, warum ich manchmal mich so blöde anstelle. Ja, okay, vielleicht, weil es jetzt keine Kastenbasis war. Und das natürlich für eine Jodelblimp immer ein großes Geschenk, ja. Das muss man noch einfach dazu sagen. Wir zünden jetzt noch spaßeshalber die Königin und es geht doch. Es geht doch, Freunde. Der Energy macht es möglich, ja? Ihr müsst mehr Energies trinken. Tut das nicht. Tut eurem Körper das nicht an, meine Damen und Herren. Okay, das hat mich jetzt schon mal sehr berührt, muss ich sagen. Das fand ich jetzt schon mal wirklich sehr sexy. Dann schauen wir doch gleich, dass wir da nochmal den Anschluss finden. Ich denke mal, dass demnächst jemand online kommt. Wir gucken uns jetzt erstmal noch den Angriff an, den der andere da gerade so verkackt hat und schauen nun mal an, was der Wurzeldulli mit seinen Wurzeltrotteln denn hier so gerissen hat. Das ist Itzu Space, ja. Wir wissen das alle noch von der letzten CWL. Die hat er ja for free gepostet. Ich habe sie mir natürlich genommen, klar, selbstverständlich. Und jetzt seht ihr mal, warum ich sie mir genommen habe. Ja, weil Wurzeldullis, ich werde eigentlich zu 90% mit Wurzeltrottel angegriffen. Und der ein oder andere von euch kriegt schon Krebs, wenn er sieht, hier sind schon wieder Wurzelreiter am Werken und wuseln. Und ich möchte euch einfach zeigen, es gibt noch Hoffnung, ja. Es gibt Hoffnung, ihr braucht nicht durchdrehen. Wir haben alles unter Kontrolle. Und dieser Doppelgift hier, der wird gleich Dinge tun, das habt ihr so noch nicht gesehen. Passet auf.
lass den Zauber gleich richtig wirken, im wahrsten Sinne des Wortes. Er wurzelt, aber er wurzelt hier einem Gift nicht. Und das macht natürlich richtig viel aus, denn alles ist im Gift drin und so langsam. Ich habe 3 Eisgoolies drin, die werden richtig, richtig viel Zeit rausnehmen. Er hat jetzt schon gezündet, er kann aber mein Rathaus jetzt nicht angreifen und das ist halt, er wastet die Zündung, er, ja, also das natürlich schon. Und jetzt pass auf, was jetzt passiert. Jetzt kommt nochmal ein Gift, babatz, und er wurzelt nochmal und jetzt ist alles eingefroren. Ja, seine Wurzeltrottel brauchen so viel Zeit und er kriegt schon wieder das Rathaus nicht, weil er den Wurzelzauber direkt aufs Rathaus geschmissen hat. Das ist natürlich richtig ärgerlich für ihn, für mich ist es natürlich gut, ja. Also Leute, niemals direkt aufs Rathaus, wenn eure Truppen schon am Rathaus sind. Ja, aber das ist halt eine Übungssache. Vielleicht musste er das jetzt auch selber erstmal üben. Man weiß es nicht. Was wir aber wissen ist, dass das hier nichts mehr wird. Also das ist für uns schon mal sehr, sehr gut. Guck mal hier, die dicken Hits. Oh, 3 schwarze Minen. War der lucky, dass der da gerade in der Unsterblichkeit war. Und jetzt ist es dann auch relativ schnell geschehen um diesen Phönix. Ja, auf Wiedersehen. Da ist noch ein Single, der darf... Boah, ich liebe meine Single-Inferno, wie sexy die aussehen. Die sehen so sexy aus, wirklich. Da geht mir richtig einer ab. Ich habe heute wieder richtig Bock auf das Spiel. Ja, die letzten Tage nicht so, weil es nicht so gelaufen ist. Aber gestern habe ich wieder richtig Kraft geschöpft aus der ganzen Nummer. Und habe gedacht, Alter, eigentlich, ich kann's doch eigentlich. Was mache ich denn manchmal? Und der Single, der hat richtig Spaß. Guck mal, wie sexy der aussieht. Geil, geht mir da einer ab. Und auf Wiedersehen, Packer. Tschüssi, Tschüssikowski. Fantastisch. Genau so wollen wir das sehen, meine Damen und Herren. Wir schauen uns außerdem noch einen Angriff an. Oder tun wir das? Der hat hier geübt. Was hat er denn hier gemacht? Komm, wir gucken uns mal. Den hatten wir lange nicht im Video, ne? Unseren König Briggs. Der erste, der übt hier nämlich ganz, ganz fleißig Super Bowler. Da möchte wohl jemand bei Finny in die Lehre gehen. Das ist natürlich auch eine Sache, die kann ich nur wärmstens empfehlen. Finny, absolut Meta, der spielt Super Bowler wie kein zweiter bei uns im Clan. Also da macht es immer Spaß zuzugucken. Ganz klare Nummer. Ganz klare Nummer. Ja, Queen Charge kommt. Hier ist jetzt leider das Problem, dass ein Heiler sich jetzt schon verabschiedet hat. Das ist natürlich immer ein bisschen eine ganz schwierige Situation. Du hast da auch noch Single Infernus, okay. Auch eine interessante Base, die er hier hat. Ich meine, dass ich auf Rathaus 14 eine ähnliche hatte. Er kann sich noch daran erinnern. Ich meine, so ungefähr so sah die aus. Aber ja, klar. Das ist natürlich nicht schlecht. Also, schauen wir mal. Super Bowler, let's go. Ja, E-Titan kommt. Geht jetzt leider dorthin. Königin nimmt das Rathaus raus. Okay, auch das völlig legitim. Völlig okay. Er macht dort auf. Jetzt, okay. Ich versuche das immer ein bisschen zu verstehen, was hier passiert. Aber ihr wisst ja selber, bei Super Bowler, da bin ich raus. Also Finny, du könntest ja hier mal eine kleine Analyse geben in die Kommentare, was denn hier so das Ziel ist, was du eigentlich immer als erstes machen möchtest. Ich frage mich jetzt eigentlich, wann die Super Bowler kommen, weil es sind nur noch 1 Minute 36. Vielleicht ein bisschen spät, vielleicht die ein bisschen früher spielen, oder? So als konstruktiven Ansatz. So vielleicht 20, 30 Sekunden. Vielleicht war das Ganze hier auch einfach nur ein Timefail. Auch hier der Wurzelzauber gespielt. Ja, der ist natürlich schon super, super strong. Ja, da kannst du natürlich so viel Zeit rausholen. Ist einfach nur gut. Ist einfach nur wirklich gut. Die Eagle Death hat in dem Zeitraum nicht einen einzigen Schuss abgegeben. Und jetzt sind die Super Bowler nämlich vor Ort. Und die können hier für absolute Gerechtigkeit sorgen. Jodeln quer durch die Base durch, ja. Wie Franz Lang durch die Alpen. Also das ist wirklich schon sehr beeindruckend, was hier passiert. Jetzt geht natürlich alles ein bisschen nach außen, was auch nicht weiter tragisch ist im ersten Moment. Aber du hast jetzt halt hier den Multi-Inferno stehen und der wird von der Zeit her natürlich schon ein bisschen nerven. Ein Rage gibt es auch noch und hier ist es tatsächlich ein Timefail geworden. Also vielleicht so um die 20, 30 Sekunden bei Minute 2 hat Finny mir mal gesagt, startet man eigentlich immer den Super Bowler Smash, den Hauptangriff und dann sollte das gehen. Oh, Tobi, ich küsse dein Herz. Wirklich, fühl dich geküsst, gedrückt. Alles Gute, was dir heute soll die Sonne auf dich scheinen. Wirklich, hast du auch angefragt, dann kriegst du instant Truppen von mir. Nee, hast gerade nicht angefragt. Liebe geht raus an Tobi und seinen Kanal verlinke ich natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Und wir setzen jetzt noch einmal nach.
meine Damen und Herren, weil wir ja jetzt schon Mut getankt haben, ja, wir haben jetzt viel Mana im Tank, also können wir auch nochmal eine zweite Runde reingeben und schauen doch mal, ob es jetzt nochmal so funktionieren kann. Was machen wir hier? Wir werden jetzt das hier machen, weil hier ist alles offen. Ich habe das Gefühl, dass da die Riesenbomben dann ausgelöst werden. Das heißt, meine Truppen werden nicht mehr dort in Probleme kommen. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir relativ schnell, ja, relativ viel rausbekommen. Also, ab dafür. Babatz. Ja, das ist das, was du haben willst. 2, 3 und 4 und 1 und 2 und 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 3 und 4. Und ihr seht hier, wir haben diesmal wieder so viel guten Stuff rausbekommen. Das ist wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Jetzt möchten wir hier natürlich den König setzen. Wir setzen hier einen einzelnen Drachen, der jetzt hier einen Funnel errichtet. Wir setzen jetzt hier unseren Hauptangriff rein. Die Hydra kommt über die Eagle Death. Das natürlich, Freunde, das dürft ihr nicht vergessen. Das ist immer super, super wichtig. Und zünden das Ganze einmal, damit natürlich die Königin jetzt nicht Frikassee aus meinen Truppen macht. Wir spielen hier die Königin hinterher, damit die Königin sich etwaige um Dinge kümmern könnte. Wir spielen jetzt hier mal einen Freeze rein. Und wir kriegen sogar noch, oh, das ist so gut, das ist so gut, dass wir da die Loons gerade gefrostet haben. Wichtig. Jetzt habt ihr gesehen, die Gladi von der Seite reingespielt. Einfach wichtig, dass die Truppen sich doch weiter jetzt Richtung diesen Inferno da kümmern. Das ist auch richtig, richtig stark. Ich weiß nicht, was heute los ist, heute läuft es einfach. Freunde, das nehmen wir auch so an, das nehmen wir dankend an, das nehmen wir genauso mit. Drüben kracht es jetzt ein bisschen, würde Weini wieder sagen, ja. Also Weini wird wahrscheinlich auch heute wieder streamen, da schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Macht immer sehr, sehr viel Spaß dazu zu gucken. Ja, jetzt geht's hier nochmal viral, das ist gut. Oh, schade, dass da noch ein Gift, dass der nochmal was machen durfte, ist frech. Ich zünde jetzt mal die Gladi spaßeshalber, dass hier einfach meine Truppen nicht so viel Damage kassieren. Und dann haben wir es einfach schon wieder geschafft. Ich weiß nicht, manchmal ist der Wurm drin und manchmal gelingt dir gefühlt alles, ja. Manchmal darfst du einfach alles. Das gibt mir Hoffnung. Hoffnung auf mehr, Tatsache. Ich habe richtig, richtig Bock. Ich liebe die Hydra. Ich liebe es mit... Also ich fühle mich confident, wenn ich es so spiele, das wollte ich jetzt nicht, wenn ich es so spiele, dass ich 4 Bogenschützen im Kasten habe, ja, da fühle ich mich einfach super, super confident. Das ist so mein Way to go, den ich gehe. Wir wissen natürlich von unseren Mates, da hat jeder seine eigene Strategie, die habe ich auch schon probiert, hat mir nicht so gut, hat sich für mich nicht so gut angefühlt. Das hier ist mein Way to go, ich glaube, bei dem bleibe ich auch, ja. Und dann knallen wir mit der Hydra wieder in die Unendlichkeit und das sollte eigentlich kein weiteres Problem werden, meine Damen und Herren. Ich danke, dass ihr wieder dabei wart, wünsche euch natürlich noch einen wundervollen Sonntag, lasst es euch gut gehen, ganz, ganz viel Liebe draus, ich melde mich ab, Clash off und trinke natürlich auf euch, cheers, weil ich euch Liebe, das sollte immer klar sein.